Es sind nur ein paar rosa Linien auf den Gehwegen, doch sie sorgen in Berlin gerade für helle Aufregung. Der Parkmanager des Görlitzer Parks im Stadtteil Kreuzberg hat sie aufgesprüht, um so Plätze auszuweisen, an denen sich Drogendealer postieren können. Damit soll indes nicht der Drogenhandel legalisiert, sondern alle anderen rechtschaffenen Parkbesucher davor bewahrt werden, sich durch ein Spalier von Dealern bedrängt zu fühlen. Der Görlitzer Park ist berüchtigt für seine Drogenhändler, die versuchen, ihre Ware an die Konsumenten zu bringen. Die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler spricht jetzt von einer Kapitulation des Rechtsstaats. Man dürfe keinen Freibrief zum Handel mit Drogen erteilen, sagt die CSU-Politikerin. Die oppositionelle CDU im Berliner Abgeordnetenhaus sieht eine Einladung zum Rechtsbruch.